Am Anfang wussten wir, glaube ich, überhaupt nicht, was wir da planen. Wir haben gar nicht abschätzen können, wie herausfordernd es werden wird. Und es war auch der Grund, warum wir es einfach gemacht haben. Am Tag der Abreise kam plötzlich die ganze Nervosität. Die Aufregung und aber auch die Angst. Dazu, vor dem, was kommen wird und vor allen Dingen, wie es kommen wird. Also am Anfang war es nur eine fixe Idee von meiner Schwester und mir. Aber die sind ja bekanntlich die Besten. Und so war es dann auch. Unser erster Tag in Porto. Wir sind gelandet mit der S-Bahn in die Innenstadt auf der Suche nach unserer Pension, die auch laut Internetbeschreibung noch ganz akzeptabel war. Im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, fand ich sie ein bisschen schäbig. Aber was mich auch ein bisschen wundert, oder könnte man das nicht so sagen, dass man sich irgendwo wieder hinfahren kann? Strangers again. A part of
Das ist mindestens schon mal hierher geschafft. Dann war endlich da, der große Tag, auf den man monatelang hingefiebert hat. Es ging los. Wir waren dann recht zügig aus der Stadt draußen. Wir waren auch erstaunt, dass wir um 11 ungefähr oder um 12 mit Pause schon die ersten 10 Kilometer zurückgelegt hatten. Das war jetzt nicht viel, aber mit dem Gepäck, was wir dabei hatten und auch der Hitze geschuldet, hätten wir uns das schwieriger vorgestellt. Also das war am Anfang noch recht easy, aber wir wurden dann schnell eines Besseren belehrt. Meine ganze Familie lebt in Nürnberg. Hä? Ja. Und du? Und ich bin auch da.
und dann ging es ja den ganzen Tag eigentlich am Meer entlang. Also man konnte auch nicht wirklich irgendwie sich verlaufen, weil man wusste anhand der Karte, du musst einfach immer am Meer entlang, immer geradeaus. Das erste Mal mussten wir dann abbiegen ins Landesinnere ein Stückchen, als es zu unserer Unterkunft ging. Wir sind als erstes an einem Campingplatz vorbei. Und da waren einfach diese Bungalows, die man mieten konnte, wahnsinnig teuer, also knapp 60 Euro pro Bungalow. Und wir hatten ja schon geplant mit, ja, sagen wir mal, 10 bis 15 Euro pro Übernachtung, pro Person. Und es war uns einfach ein bisschen zu teuer. Und dann hieß es, dass die erste Unterkunft, also die öffentliche Herberge, nochmal so 2 Kilometer entfernt ist. Ja, dann mussten wir, wurde da übel dahin laufen, weiter. Unsere Mägen knurrten, die Sonne tat ihr Übriges, meine Schwester hatte Sonnenbrand ohne Ende. Ja, dann mussten wir dann noch hinlaufen. Und als wir ankamen, hieß es, sorry, alles voll. Wir haben aber alle irgendwie wilde Sprachen durcheinander gesprochen und wir haben nichts verstanden, außer es ist voll. Geht. Ja, das hat die Motivation, die eh schon bei, ich sag mal, 10% nur noch war, oder sagen wir 20 bei 20, das hat dann noch schon mal einen Schub nach unten gegeben. Also die war dann war sie bei 10. Ja. Dann mussten wir wieder zurück. Die Frau vom Campingplatz, die an der Rezeption gearbeitet hatte, die war ganz freundlich und ganz nett und die hat uns dann Gott sei Dank ihre Nummer gegeben und hat uns auch im Bungalow zurückgehalten und gesagt, meldet euch, wenn ihr an der Herberge seid, ihr bekommt dann ein Bungalow von mir, wenn ihr dort nichts findet. Ich halte euch eins zurück. Und dann waren wir wieder da und dann haben wir noch ein nettes Mädchen kennengelernt, die auch auf der Suche nach einem Bungalow war und dann hat man sich zusammengetan, um wenigstens ein bisschen Geld zu sparen und es war dann auch ganz nett. Ich bin übrigens Nikola. Ah, Marcel. Ja, sollten uns noch ein bisschen mal ein. Yes. Ja. Ich bin in Porto gestartet und bin ein Stück mit der historischen Bahn gefahren. Also von Porto bis hierher ging es 4,5 Stunden. Ja, und dann ging unser Pilgeralltag los. Dann hieß es duschen, in Gemeinschaftsduschen, Wäsche waschen per Hand, in den Supermarkt gehen, Wasservorräte auffüllen, ein bisschen Obst kaufen für den nächsten Tag, Restaurant aufsuchen, nach dem Pilgermenü fragen. Es war überraschenderweise ganz gut. Alles in allem wurde also der Tag dann doch noch ganz gut. Ja, und dann haben wir einfach den Abend noch genossen, haben uns 2 Flaschen Wein geholt zu dritt, haben uns noch vor unser Bungalow gesetzt, den Abend genossen, geredet. Prost. Auf schöne Bekanntschaft. Oh ja. Auf das schöne erste Abend. Ach, willst du auch meine Dings noch einsprühen? Ach, scheiße. Ja, dann kann ich das auch schon holen. Nee, ich kann es auch holen. Setz du dich hier. Bleib mal sitzen. Mensch. Das Uschi. Hat das jemand zugesperrt? Nee. Na, scheinbar schon. Magst du meins auch einmal aufmachen? Ja. Könntest du mir das hinten einsprühen? Ich komme so schlecht hin. Klar. Wenn ich einfach mich nur so vor dich stelle. So. Einmal das. Tut so gut bestimmt, oder? Mhm. Gut. Und dann. Ich werde eine richtige Stelle verlassen. Ja, dann kam der nächste Morgen, der zweite Tag, also die
zweite Etappe, mussten wir erstmal unsere Fehler vom Vortag ausbügeln, weil wir unsere Wäsche über Nacht hängen gelassen hatten. Weil wir dachten, die wird noch trocken über Nacht. Aber es war so kalt und auch ein bisschen feucht über Nacht, dass die klitschnass war am nächsten Tag. Dann hieß es improvisieren. Der Strauß. Oder die am besten trocken, kann man dann schon auf der Hälfte des Weges wieder raustun. Also wechselfrei. Sind auch so frisch. Ich denke, die Hose trocknet eigentlich sehr schnell. Ich denke, wenn wir jetzt 2,5 Stunden unterwegs sind, ist sie trocken. Dann könnte ich die eigentlich raus tun. Dann lasse ich die Sachen jetzt nass sein, dann werden wir auch raus. Dafür haben wir ja wieder Zahnpasta und Duschgel verbraucht. Aber es riecht noch gut. Willst du nicht mehr mitnehmen? Nee. Weißt du, Mark? Ich hab einen. All the life you've tried to be a good man inside, did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ja, ich glaube ja. Und? Aufgrund des Sonnen wird es wahrscheinlich eine kleine Strecke werden. Es wird heute auch, glaube ich, schwerer als gestern. Ja. Ein bisschen mehr Schatten wird. Landesinneren. Ja, also auch, ich habe jetzt immer so ein bisschen hier gelesen. Erstens war natürlich auch die Unterkünfte da wesentlich besser ausgebaut. Es wird auch abwechslungsreicher von der Umgebung her. Und ich sag mal so nach, keine Ahnung, 2 Tagen Küste. Ja, das ist ja das, was der Matthias gesagt hat. Mhm. 2 Tage Küste reichen für mich. Ja. 4 Tage brauchst du nicht. Und wir mussten uns dann schon an dem Tag auch entscheiden, ob wir noch weiter an der Küste entlang gehen oder den Weg durchs Landesinnere wählen. Und wir haben uns für Zweiteres entschieden, einfach weil wir am Meer ständig in der Sonne waren. Das war nicht so gut für den Sonnenbrand von meiner Schwester. Und dann sind wir auch bald in unsere erste richtige Pilgerherberge gekommen, in unsere öffentliche Pilgerherberge, so wie wir uns das gewünscht und vorgestellt hatten. Der Weg dahin war nochmal richtig ätzend. Ja, wegen den Blasen aufstechen. Mhm. Bin mir da echt ein bisschen unsicher, was besser ist. Ja, die hat mich jetzt auch verunsichert. Ja, ich war mir auch vorher ein bisschen unsicher. Wo du es gesagt hast, hätte ich ja gesagt, nee, um Gottes Willen. Ja, eigentlich macht das auch nicht, aber ich habe das letzte Mal. Das war auch so der Tiefpunkt von meiner Schwester an dem Tag, an dem Nachmittag. Weil einfach alles wehtat. Die Schmerzen vom Vortag, die kamen wieder auf, aber doppelt so schlimm. Die Füße haben geschmerzt, die ersten Blasen hat man bemerkt. Die Waden und die Oberschenkel, die waren so wie in einem Dauerkrampf. Also die waren so angespannt. Man hat einfach immer gedacht, man bekommt jetzt einen Krampf. Thank you.
Salz. Wenn es wieder geht, bekomme ich bitte die Perlen. Ja. Ich noch mal kurz, ich da dann war der irgendwas. Und die Herberge war wunderschön, also es war wirklich groß und mit einem Garten und du hattest direkt einen Supermarkt um die Ecke und noch ein kleines, so ein Imbiss-Restaurant da über die Straße, es war richtig schön. Und rechts die Duschen. Und ja, dann konnten wir den Nachmittag noch genießen, haben uns da so ein bisschen mit den Betreibern unterhalten. Okay. Ich fordere als Frau. Achso, da steht es. Ja, genau. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schießt los. Wenn nicht, wir sind, wie gesagt, den ganzen Tag von Arsch und wir sind hier auch nicht weg. Ich kann es nicht versprechen. Wir hatten letzte Woche noch ein bisschen mehr als 60 hier, oder 63. Da sind sogar drei Stück hier und sieben haben wir schon Arsch. Ach Gott. Aber das ist nicht schlimm, weil das Museum ist halt, ist überdacht, ist trocken, ist, ne? Also im Gegenteil, vielleicht ist das sogar angenehmer, weil man das halt nicht 10 Schnarcher auch mitnimmt. Insofern. Auch einfach diese öffentlichen Herbergen recht früh ausgebucht waren und voll waren, haben wir uns dann immer mehr dazu entschlossen, recht früh auch loszugehen, auch weil wir dann einfach so ein bisschen der Mittagshitze aus dem Weg gehen, weil es morgens auch so eine ganz eigene Stimmung hatte. Du hast den Sonnenaufgang mitbekommen, es war alles noch ganz ruhig, es ist alles so erst zum Leben erwacht und du hattest noch teilweise den Tau auf den Blättern und den Nebel in den Feldern. Das war richtig mystisch und schön. Dritte Unterkunft war dann in Portela de Tamel. Da ging es dann irgendwie 3 Kilometer nur noch bergauf. Und die Unterkunft dafür war aber ganz gut. Wir haben dort auch wieder total viele coole Leute kennengelernt. Man hat sich einfach stundenlang nur unterhalten.
war dann abends zusammen essen und hat den Abend so ein bisschen gemeinsam ausgehen lassen. Also es war richtig schön, ja. Und dann ging es am nächsten Morgen in alter Frische wieder los. Schmerz.